Waldbühne? Ja. Rani, du hast es schon öfter gemacht? Ja. Ich habe hier auch schon, habt ihr alle wahrscheinlich schon mal irgendwie hier gespielt? Nee. Wer hat noch gar nicht hier gespielt? Bei mir das erste Mal. Okay, du noch nicht? Du bist auch das Küken? Du auch nicht? Du auch nicht oder doch? Ich habe schon ein paar Mal hier auf der Bühne gestanden, aber noch nie mein eigenes Konzert. Also so unser eigenes Konzert, das haben wir uns jetzt hart erarbeitet. Wir haben lange darauf gewartet. Oh, krass. Das ist wunderschön. Ich genieße es jetzt schon. Also wenn die Lichter mal anmachen, das sieht alles andere als das, was man vorher gesehen hat. Ich meine, das ist eine Tour. Aber es ist niemals das gleiche Konzert, weil die beste Bezeichnung für lebendig sein ist der Wechsel, ist der Change. Man muss auf die Bühne gehen und denken, das ist irgendwie das erste Konzert und wahrscheinlich das letzte. Wenn ich auch von der Waldbühne jetzt rede, denke ich an die ganze Pandemiezeit, wo wir telefoniert hatten und voller Verzweifel. Weil es ist schon ein paar Mal. Deswegen, ja. Deswegen ist das ein Grund, mit sehr viel Demut und viel konzentrierter, fokussierter Energie zu gehen und mit Herzen hören, nicht nur mit Ohren. Ohren sind nur das Organ. Das Hören geschieht im Herzen. Und wir geben halt einfach Sarah unheimlich viel Support. Wir lassen die nicht aus den Augen und geben ihr die Energie, weil wenn die glänzt, dann glänzen wir alle. Ja, gut. Ja. Okay, jetzt klar. Es muss immer passieren, was anders ist, was Neues. Und es ist heute Abend gar nicht, weil wir nicht wissen, was wir tun. Wir wissen genau, was wir tun und werden das auch gut machen. Aber einfach, weil so eine Aufregung da ist und weil es echt ein historisches Venue ist. Das hast du so schön gesagt. Mhm. Weil es natürlich irgendwie auch diese Jahre irgendwie so symbolisiert, die wir nicht spielen konnten und wie ich hier in den leeren Rängen war und für Bye Bye irgendwie gedreht habe und dachte, das wird nie wieder passieren, hier werden nie wieder 20.000 Leute sitzen. Und jetzt ist es doch so weit und deshalb ist es schon irgendwie, es ist einfach das größte Konzert meiner 20-jährigen Karriere und ich bin total glücklich, dass ihr alle dabei seid. Juhu! Heute entspannt sind und feiern und lange zusammen sind und uns das richtig reinziehen, bevor wir die nächste Hälfte und die letzten Shows spielen auf dieser Tour, die uns nochmal alles abverlangen werden. Die zweite Hälfte. Okay? So, let's clap! Together because there's a secret way. I'm not going to mention who it was built for. Okay. I'm happy to do this with you. Me too. Okay. Me too. Me cheers, too. Cheers. Cheerio. Das ist ein krasser Moment auf jeden Fall. Wir sind in der Waldbühne, in Berlin in der Waldbühne. Über 20.000 Menschen sind jetzt da vorne wohl anscheinend schon angekommen. Ich habe es nur auf Insta verfolgt, ich so den euren Stories. Ich habe mich noch nicht getraut, in die Ecke zu gucken. Es ist einfach zu krass. Alle sind schön, so gesund aufgeregt. Man merkt wirklich, es ist was in der Luft heute. Mein Mann ist total wuselig, meine Kinder sind aufgeregt, weil sie alle wissen, es ist einfach das größte, mein größtes eigenes Konzert, was ich hier gegeben habe, muss man einfach mal ehrlich sagen. Also, ich habe hier schon ein paar Mal gespielt, aber noch nie alleine. Und wir sollten hier vor 2 Jahren schon spielen. Vor 3 Jahren habe ich es angekündigt, da war ich hier in Rängen. Vor 2 Jahren sollten wir spielen, das ging nicht, wegen Corona. Dann bin ich 2020 im November habe ich ein Lied geschrieben mit Tobi Kuhn, Bye Bye, das kennt ihr. Bin ich hierher gekommen mit Flo und mit Marc und Marc hat das Video gedreht mit seiner Handy, mit so einem Handy eigentlich. Also nicht besonders aufwendig, weil wir konnten ja nicht groß mit Crew drehen und hier war alles zu und wir haben über einen Kontakt, durften wir hier rein. Und es war so krass, weil die ganze Bühne, die Ränge, alles war voller Laub. Es war völlig abandoned, also man hatte das Gefühl, es ist ein verlassener Ort und vor 20 Jahren war das letzte Mal ein Mensch hier. Den ganzen Sommer hatten keine Konzerte stattgefunden und es war fast ein bisschen trauriger Ort. Also ich weiß, dass ich damals hier stand und dachte so, niemals werden hier wieder 20.000 Menschen herkommen und hier so dicht beieinander sitzen, it's not gonna happen. Und ich habe in diesen Rängen gesessen und den Song gesungen und habe Bye Bye gesungen und habe mir so krass gewünscht, dass diese Zeit endlich vorbei ist und dass die Tore wieder aufgehen und Menschen wieder zusammenkommen und wir uns wieder verbinden können. Und deshalb ist das natürlich für mich echt ein emotionaler Tag, auch heute jetzt von der Perspektive, wo ich damals gedreht habe, von einem leeren Rang, jetzt gleich da rauszugehen und
hoffentlich in diese über 20.000 glücklichen Menschengesichter zu gucken und zu wissen, ey, es passiert wirklich. Es ist wirklich passiert. Original tunnels down under the stage. So, earlier, the last century. People would, like, you know, walk under the stage, so the audience wouldn't see them, you know? Es ist der legendäre Gang, den schon viele gelaufen sind. Prince, Björk, Sting habe ich hier schon gesehen und jetzt laufe ich ihn selber. Und ich stehe gleich auf dieser Bühne vor diesen vielen wunderschönen Menschen hier in Berlin, in meiner Heimat. Und ich glaube, ich bin sehr bewegt heute, ich bin nah am Wasser gebaut, weil einfach so viel zusammenkommt. Das ist echt special und mich bringt eigentlich so schnell nichts mehr aus der Ruhe. Ich habe so viel gemacht, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und es ist echt ein krasser Moment, muss man sagen. Also es ist einfach nicht das, was man so jeden Tag erlebt. Und falls ihr mich sucht, ne, ihr hört ja, wie eine kleine Katze, habe ich jetzt eine Glocke am Schuh, wenn ich nicht verloren gehe. Ich habe heute nichts zu tun. Und die Welt hat heute zu. Ich hau mich einfach wieder hin. Denn alles andere macht ja eh keinen Sinn. Ja, ja, das ist okay. Ich bin okay, aber nee, eigentlich nicht. Denn aus meiner Sicht reicht es langsam. Ich hab keine Lust mehr. Diese Gespräche nerven so sehr. Können wir vorspulen und so tun, als wäre alles wieder gut. Und dann feiern wir eine fette Party, laden alle unsere Freunde ein, stehen extra ganz dicht beieinander und stoßen an auf Zusammensein. Alt und jung und groß und klein, keiner mehr zu Haus allein. Weißt du, wovon ich gerade am liebsten träum, dass du mich wächst und sagst, es ist vorbei. Zurück nach Island. Ich will Nähe und Spaß und mit dir trinken aus demselben Glas. Und stell dir vor, du hast einen Wunsch frei. Ja, feiern wir eine fette Party, laden alle unsere Freunde ein, stehen extra ganz dicht beieinander und stoßen an auf Zusammensein. Alt und jung und groß und klein, keiner mehr zu Haus allein. Wovon ich gerade am liebsten träum, dass du mich wächst und sagst, es ist vorbei. Bye, 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 bye. Es ist vorbei. Bye, 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 bye. Es ist vorbei.
machen wir jetzt jede Woche. Ja, das machen wir jetzt jede Woche, genau. Oh mein Gott, das ist einfach krass. So, was wollen wir jetzt machen heute? Was machen wir als nächstes? Schatz, was machen wir jetzt als nächstes? So, fucking goal, life goal, ever. Ja, okay, und jetzt? Muss man mal wissen, was Beat jetzt, was wir als nächstes machen. Ey Leute, Berlin ist einfach so krass, einfach so richtig Heimat. Und wir laufen echt langsam heute. Mein Drive ist jetzt schon gleich laufen. So redest du auch. Ja. So jetzt aber. Extra für Berlin. Dann rede auch. Ich hab gar nichts zu sagen. Doch, mehr. Hast du. Ich muss das nur nachwirken lassen. Du willst immer, dass ich irgendwas sage, irgendwas Schlaues. Ich könnte es immer wieder machen. Da muss dein Heulfilter, den musst du jetzt machen. Die Leute haben nicht gesehen, dass von der Seite. Das ist einfach geil. Danke, Berlin. Danke, ich liebe euch. Oh Gott.